37.222 zusätzliche Bewegungseinheiten. Zufriedene Kinder, Eltern und nicht zuletzt Pädagogen. Das ist kurz zusammengefasst die Erfolgsbilanz der täglichen Bewegungseinheit, die in einer Pressekonferenz in der Volksschule Brandaugasse in Wien präsentiert wurde. Wir beobachten, dass die Schülerinnen mit großer Begeisterung dabei sind, dass sich die Kinder mit großer Freude bewegen und sie lernen im Rahmen des Angebotes viele, viele Sportarten kennen, viele Bewegungsformen kennen. Dadurch sammeln in unserem Fall die 6- bis 10-jährigen Kinder viele positive Erfahrungen. Sie werden neugierig und bauen auch eine Freude beim Ausüben von Sport auf. 10 Pilotregionen waren letztes Schuljahr dabei, darunter auch in Oberösterreich. Jetzt soll das Projekt schrittweise ausgebaut werden. Die Pilotregionen werden verdoppelt und es wird mehr Geld fließen. Was die finanzielle Geschichte betrifft, ich kann es ja schnell runterrechnen, bis jetzt hatten wir haben ja das gerne vorgestreckt, auch als Sportministerium, 4 Millionen. Jetzt gibt es nochmal 4 Millionen drauf, sind 8. Und dann wird das ganze Projekt fusioniert mit dem schon sehr bewährten Programm Kinder gesund bewegen. Dann sind es über 16 Millionen. Und auf die Art und Weise kommen wir schon große Schritte weiter. Aber das ist noch lange nicht alles, das ist uns völlig bewusst. Aber große Schritte weiter, sodass wir auch eigentlich von einer ersten Stufe der Ausrollung reden könnten. Das Sportministerium will für die Länder auch Anreize schaffen, beim Ausrollen aufs Tempo zu steigen. Jede projektbezogene Investition in die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird bis zu einer Höhe von 300.000 Euro vom Ministerium verdoppelt. Zufrieden ist auch Bildungsminister Martin Polaschek. Das Drei-Säulen-Modell hat sich als erfolgreich erwiesen. Der weitere Ausbau sei daher ein logischer Schritt in die richtige Richtung. Dieses Drei-Säulen-Modell hat sich, finde ich, wirklich auch bewährt, weil wir damit die verschiedenen Möglichkeiten verschränken und den Schülerinnen und Schülern auch mehrmals am Tag das Thema Bewegung in Zusammenhängen in Erinnerung rufen, die eben nicht nur in der klassischen Unterrichtsstunde passieren. Und wir sehen, wir brauchen hier ergänzend natürlich Unterstützung. Wir haben deshalb unterschiedliche Apps, Videos und Beratungsangebote, die wir zur Verfügung stellen. Wir merken aber auch, dass es hier noch mehr Bedarf gibt. Die tägliche Bewegungseinheit ist gekommen, um zu bleiben. Das Interesse anderer Schulen ist groß. Weitere 65 Bildungseinrichtungen konnten bereits dazugewonnen werden. Insgesamt nehmen damit 324 Schulen österreichweit am Projekt teil.